Das die ganze Sache. Die Zeit ist knapp und euer Verständnis verzichtbar. Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Guardians of the Galaxy. Ich muss an der Stelle mal ganz kurz Pause machen, denn ihr wisst ja, bei dem Spiel gibt es einfach keine Pause. Es wird gelabert und gelabert und gelabert und es geht einfach direkt immer weiter. Deswegen an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten und ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn ich habe eigentlich gar nicht so großen Bock, heute zu zocken. Aber nachdem ich gerade die erste Folge schon gespielt habe für euch, ey, bin ich richtig wieder angefixt. Weil es einfach Spaß macht, mal wieder ein Spiel zu spielen, was eine super Story hat, was eine tolle Grafik hat und was einfach auch Spaß macht zu zocken. Weil die Steuerung einfach unglaublich gut ist. Deswegen an der Stelle Pro-Tipp von mir. Einmal gerne Like, Kommentar, Abo dalassen und persönliche Empfehlung. Hol dir Guardians of the Galaxy. Wenn du es so machst wie ich, gibt es das gerade kostenfrei in der PlayStation Plus. Und genau, wir legen wie immer los. Ohne lange Umschweife geht es weiter. Schon. Lass mich ihn erschießen. Ich bin Groot. Ach, der erste Kampf zählt nicht. Hör zu, ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber die Sache ist zumindest teilweise eindeutig deine Schuld. Meine Reue ist rechtens. Ich stelle dir ambivalente Allmacht vor. In Dunkelheit dahinter. Apropos Dunkelheit. Das war meine astrale Abgeschiedenheit. Macht ohne Sinn, bis zur Entdeckung durch Raker. Seine Crew braucht eine Kur. Sie war geplagt von Pocken, die ich wundersamerweise lindern konnte. Ein Schiff voller Kranker stößt zufällig auf jemanden mit endlosen Heilfähigkeiten? Wir waren Bedarf und Begleitung, Symptom und Schutz. Okay. Sie verehrten das Wunder meines Wirkens und gewährten mir Gottstatus. Schön ein bisschen Jesus-like. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Jetzt kommt der gruselige Teil. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuse, fertig zum Festschmaus. Hybris schuf Hunger, ein geschwüriges Gelüst namens Magus. Moment, was? 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 Der Magus also. Sorry. Ich muss mal gucken. Ey, der bringt hier was von Geschwüren und oh, in mir wächst die Dunkelheit. Und dann nennt er die Markus. Oh mein Gott. Sorry, weiter geht's. Oh, komm schon, Neugier befriedigen. Was wollte es? Vollständige Hingabe. Ich habe diese Stimme auch gehört und dann nichts anderes. Schmeichelei und Selbstgeißelung in den Schlund mit Trauer und Bestürzung. Ich hab doch gesagt, jetzt kommt der gruselige Teil. Es war fahle Fäulnis aus dem Samen meiner Stärke. Mein Seelenstein beschädigt. Ein fauler Samen sozusagen. Ihn rausreißen? Wie? Ein mechanisches Mirakel von Raker trennte den Stein aus meinem Schädel und beseitigte das Böse darin. Übersetzung, du hast zugelassen, dass Raker deine Kräfte stiehlt. Was immer seine Launen lenkte, an jenem Tag war er mein Freund. Oh Mann, krass. Er schwor, Gutes von Sünde zu scheiden, dass meine Heilung ohne Unheil herangezogen werden könne. Klar, aber wer zieht sie heran? Warlock die Schuld geben oder Raker die Schuld geben. Ich denke, beide wussten eigentlich, was sie tun. Aber wir geben die Schuld mal mehr Raker. Ich sehe es wie Rocket. Raker wusste genau, was er tat. Der miese Mann ist ein meisterhafter Manipulator. Verdammt! Jetzt mache ich das auch schon. Ich verurteile meinen früheren Freund nicht. Unser Experiment brach uns beinahe beide. Wie erklärst du dir dann, dass dein bester Freund den Stein in die Finger bekam und jetzt die Galaxie erobert? Gar nicht. Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Nachdem ich mein Versprechen abgelehnt hatte, wurde ich in das von Nikki gezogen. Corell war dort. Sie hat versucht, mir etwas zu zeigen. Peter, du kannst auf nichts vertrauen, was du da drin gesehen hast. Das war anders und es hat sich anders angefühlt. Sie brachte mich zur Quarantänezone zurück und ich habe dieses Magus-Ding gesehen. Es hat sich mit Nikki verbunden und ich...
Ich habe gesehen, wie es Corell getötet hat. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Wie konnte sie dir das zeigen, wenn sie tot ist? Völlig vorstellbar. Ihre Seele könnte von dem Stein umschlungen sein, gekettet an das Kind. Damn. Nee, also, die Sache ist die, wenn wir uns jetzt auf den Tod konzentrieren und das akzeptieren, dann können wir die wahrscheinlich nicht wiederbeleben. Und ich glaube, es ist wichtig für Nikki, dass sie ihre Mutter wieder hat. Und dass wir diese Doktrin sozusagen in sie reinkriegen, dass sie nicht an dem Tod ihrer Mutter schuld ist, sondern dass wir sie wiederbeleben können. Also gehe ich mit auf Corell konzentrieren. Du meinst, wir könnten sie zurückholen? Essenz lässt sich wahren, aber nicht wiederherstellen. Ihr Echo ist ein Anker, von Magus manipuliert, um die Tochter zu täuschen. Dann ist es also, wie Corell gesagt hat. Nikki muss ihren Tod akzeptieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Damn. Sein Appetit ist unersättlich. Also doch nicht. Ohne Eingreifen wird er alles aufsaugen. Wir brauchen einen verdammt guten Plan. Dann lass dir schnell einen einfallen. Ich sehe nämlich schon Tageslicht. Das Band zwischen Magus und Matriarchin muss gebrochen werden. Er stillt seine Sucht durch sie. Okay, Nikki ist also die Obervampirin? Wenn wir sie heilen, werden die anderen befreit? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Naja gut, das war ja eigentlich beim letzten Kampf schon so ein bisschen klar, ne? Also Schritt 1, Nikki finden. Schritt 2, sie überzeugen, dass ihre Mom nicht von den Toten zurückkehrt. Schritt 3, ihr diesen Stein abnehmen und mit diesem Magos-Ding den Boden aufwischen. Ich sehe so schrankenlose Selbstsicherheit. Ja, er hier ist Mr. Positiv. Manchmal wird einem richtig schlecht. Der Stein ist sowohl Band wie Brücke für Magus. Und ein junger Geist leistet Mr. kaum Positiv, gegen. So ist es. Ist Magus eins mit ihr, kann die Loslösung sie das Leben kosten. Dazu ist bei euch auch das Glas immer halb voll oder eher halb leer? Aber wie wollen wir das Kind finden? Was meinst du? Hier. Oh, Flark. Oh, Flark. Oh, Flark. Shit. Holy shit. Hier ist Krieg. Sie haben den Cortex. Jetzt können sie überall hin und jeden konvertieren. Oh shit. Oh shit. Da ist sie ja. Ah, dann flüchtet sie. Flucht aus Nowhere, Kapitel 12. Nice. Warum klingt das so, als würdest du nicht mitkommen? Es sind meine Leute. Wenn ich bleibe, werden einige überleben. Dann bleiben wir und helfen. Geht. Ich werde da sein, wo und wann ich gebraucht werde. Denke ich. Vertraut mir einfach. Stirb bitte nicht. Ich hab mich gerade an dich gewöhnt. Frage nur, warum ist der Ton gerade nicht synchron mit den Bildern? So ein bisschen weird. Damn, Mantis. Da hast du ja was vor dir, du. Und ich freue mich, dass wir das nächste Kapitel geschafft haben. Wir haben auch eine extra Trophäe bekommen, Geist über Körper. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Musst du aufs Klo, Gold, Junge? Du machst mich ganz nervös. Ganz gewiss noch nicht genug genervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Dies krude Konzept kränkelt kolossal. Kindisches Kalkül. Die Madonna hätte mit uns gehen müssen. Sie weiß schon, was sie zu tun hat. Wenn's soweit ist. Welch lausiger Lapsus unterlief mir, dass mich so ein hohler Haufen heimsucht. Ah, der zeigt aber ganz schön viel Dankbarkeit, dummer Wichser. Hat er jetzt meine Kabine? Kein Mucks bisher vom Köter. Groot sagt, er versucht's weiter. Wo ist Mr. Wortgewalt? Er hat Peter Quills Kammer gekapert. Eine hochgradig herausfordernde Herrschaftshandlung. Fang ich auch noch an. Frage, wer braucht diesen Goldklotz? Antwort, wir, leider. Das musst du jetzt regeln, Quill. Versuch einfach, ihn nicht noch wütender zu machen, als er eh schon ist. Bei einem Kampf auf Leben und Tod akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn er gewinnt, kriege ich deine Waffen. Oh,
Okay. Ich würde nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal Einsatzziele sind einmal aktualisiert worden und wir müssen mit Warlock und der Crew sprechen. Moment, erinnerst du dich nicht? Und dann nach Nowhere fliegen. Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik. Hard Rock. Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug. Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Niki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Ja, absolut. Ja, absolut. Ah, der antwortet auch noch genauso wie ich. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja. Ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Alter, ja. Dieses Gereime mit den SSSSS, 10 zahme Zogen, 10 Cent, 10 nach Zucker zum Zoo, oder wie? Ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Wir gehen auf Konfrontation, aber hallo. Was ist mit dir, Mister Wortgewalt? Woher weiß ich, dass du nicht umschwenkst, sobald du Raker siehst? Was dürfte mich dazu drängen? Wart ihr nicht mal die dicksten Busenfreunde? Wir kamen nur kurzzeitig in Kontakt. Doch ich tauchte ein in die tragische Tiefe seiner Traurigkeit. Er trauert um seinen Sohn. Deswegen macht er das alles. Die Kirche, die Matriarchin. Weil er sein Kind zurückhaben will. Aber das geht doch nicht, oder? Der Markus kann nicht... Nein, das nicht. Also, können wir auf dich zählen? Wenn du wieder auf Raker triffst, der Mann muss gestoppt werden. Zweifelsohne. Besser ist es und ich würde sagen, das haben wir gut gespielt gerade. Sehr und, schön. Wie ist der so? Frost, Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Niki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Okay. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Wir könnten auch mal mit gut reden. Hey, bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. So, auf nach Nowhere. Rein in den Stuhl. Genug gelabert, Zeit für Action. Ist immer ein bisschen langatmig hier. Let's go! Oh shit! Das ist ja ein Riesenteil. Schätze mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Wer hat ja das größte Vertrauen in Drax? Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Nice, Drax. Nice. Daumen hoch, auf jeden Fall, Digga.
die ganzen Kneipen und Wettbüros. Und Nudelbuden? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Nice. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Und hier treffen wir bestimmt wieder auf die Blood Brothers oder sowas, hätten weil die gedacht, haben wir uns ja schon mal in Nowhere auf uns gelauert. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist, sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich schafft. Oh, wir können was mit dem Lama machen. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Sehr schön. Genau das wollte ich von dir hören, Mr. Lama. Oh shit. Da geht's aber jetzt gleich richtig ab. Peter? Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Ja, klar. Der Umsetzung des Versprechens der Matriarchen. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landevergabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nicht von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Attaché, attaché, meine Freunde! Ja! Die Mega-Fähigkeit wurde freigeschalten! Zorn vom Katat! Drax hat erkannt, wie stark er wirklich ist. Er verursacht jetzt im Zorn mittleren Schaden und schweres Taumeln bei den Gegnern. Ja, mega! Wunderbar! Rindern! Rinn mit dir! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu großen Lösungen! Danke, Drax! Jo, direkt schon gestorben, weil ich hatte ja auch vom letzten Kampf eigentlich so gut wie kein Leben mehr und gerade nur auf den Sack gekriegt. Also, ich bleibe meinem Namen, dem Boden Nutscher, wie immer treu. Und das Gute ist, wir können ja jetzt quasi direkt nochmal, ne? Also, boom! Ah, der kommt sich aber auch die Nüsse hier. Mach sie fertig, Gamora! Binde sie fest! In Stücke geschnitten! Wirf's zu ihnen, Drax! Oh, fuck it, du! Alles für dich, Rocket! Wie oft hab ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket! Zeit für Schüsse! Wuhuhuhu! Die Kronkuppel muss weg, bevor wir überrascht werden! Und tschüss! Und du bist der Nächste da oben. Drax? Nein, Gavora. Ah, okay. Du schuldest mir was, Quill. Können wir irgendwie... Oh, shit. Huh, ich muss aufpassen. Ich muss mich ein bisschen mehr bewegen. Können wir irgendwie was machen? Wollte ich gerade sagen. Ja, können wir schon wieder Fähigkeiten einsetzen. Vielleicht sollten wir in den Huddle gehen. Aber erst später. Zack. Dann Drax. Zeit für den Schredder! Du hast keine Chance! Dann Drax. Alles für dich, Drax! Rein da. Auf den Flieger! Er heilt sein Team! Böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Boom! Jo, den Priester machen wir zuerst platt. Er verstärkt jeden außer uns. Dann steck ihn in einen Leichensack. Problem. Rein. Auf den Schweber. Er repariert die anderen. Es wird ja ohne Kopf nicht können. Wer
Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, Kultisten zu klatschen? So bringt man sie auch in die Kirche. Der Flugmann... Drax! Drax! Drax, schleudern! Schleuder, Baby! Ja, und Zeit für... Feuer frei! Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Durchgeknallte Ehre verdienen es! Einmal, zweimal, Gamora, dreimal. Und ihr seht schon, jetzt kommen wir auf jeden Fall ein bisschen besser durch. Rocket, Bomben aktivieren. Wer schießt denn da auf mich, sag mal. Danke, Drax. Drax, erledige sie! Das ist dein Ende! Der Große geht in die Knie! Machen wir seinen Untergang permanent! Bam! Kick! Rocket! Drax! Kein Problem! Der Feind hatte keine Boom! Nice, Gamora! Unglaublich! Ja, wir haben das tatsächlich unglaublich gut gelöst gerade. Neuer Fähigkeitspunkt bekommen im Baum. Deswegen müssen wir mal ganz kurz reingucken. Und wir können hier dem Drax Fähigkeitspunkte geben. Und auch der Gamora. Perfekt. Dann machen wir das. Dann haben wir jetzt alle, fast alle unsere Fähigkeiten. Für den Mammutgriff brauchen wir jetzt dann nochmal 3 für den Groot, aber... Dann sind wir eigentlich ganz gut mit dabei. Ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerfragt top, top, haben. Top. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. So, wir müssen nach hier rüber. Zum Cortex zu gelangen und Niki zu wer, finden. Oder was? Also, das war Leben. Ich dachte schon, wer oder was schießt hier gerade auf mich? Mist. So, und mich würde natürlich interessieren, wie taugt dir das Game? Findet es geil? Findest du die Grafik ist gut? Schon, oder findest du doof, dass dann Gelaber, dass es einfach ein bisschen schwierig macht? Vor allen Dingen für mich als YouTuber, dagegen auch meinen Dummsinn zu labern. Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepaten gebrauchen. Komm, der Turm Cosmo verteidigen. Ist, muss das nicht auch für Cosmo gelten. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady, Kopfgeldjäger, ausgeschaltet wie nichts. Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war ich schon nicht immer schön, aber... Flag. Holy shit. Es sind Holy so viele. Shit. Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen jemand... Ich weiß nicht, Gamora zustimmen. Wie Gamora gesagt hat, jeder will irgendwas. Die Kirche passt ihr Angebot an jeden genau an. Und ich denke, die meisten geben dann nach. Weil sie sonst getötet werden. Keine leichte Entscheidung. Sie haben überall verflagte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas... Taub. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Okay. Sehr schön. Und dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du mit dabei bist. Und sei doch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier weiterspielen. Den Loot nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Lass mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und danke für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.